ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Heute bin ich hier mit Julius Fintelmann. Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Julius, was machst du so? Das ist eine gute Frage. Ich studiere gerade internationales Recht in Amsterdam. Habe vor einem Jahr angefangen und arbeite als freischaffender Journalist. Das ist das Hauptding, was ich mache und ich studiere internationales Recht. Wieso studierst du internationales Recht und wieso in Amsterdam? Es hängt vor allem mit dem Studiengang zusammen. Der Studiengang heißt Law and Society und es ist tatsächlich auch so ein bisschen das, was der Titel verspricht. Also es geht wirklich darum, das Recht und irgendwie Law in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Es ist interdisziplinär. Du hast Kurse in verschiedenen Disziplinen, in Psychologie, in Wirtschaft, in internationalen Beziehungen und so weiter. Und es geht wirklich darum, auch praxisorientiert zu schauen, okay, wo du hast Probleme, sagen wir Terrorismus oder Globalisierung, und dann schaust du auf spezifische Situationen, zum Beispiel Amsterdam and the Platform Economy, und guckst ja, welche Regeln greifen denn in dem Fall. Und wie ich auf Amsterdam gekommen bin oder warum die Stadt, tatsächlich habe mich, als ich überlegt habe, okay, wo soll es hingehen, ich wusste ungefähr internationales Recht, irgendwie so ein internationales Umfeld, auch nicht unbedingt in Deutschland, Schweiz oder Österreich. Und dann bin ich auf Google Maps gegangen und habe geguckt, okay, welche Städte machen mich dann am meisten an, und Amsterdam war top of the list. Okay, spannend. Wie ist es so? Ich muss sagen, also mir gefällt es sehr grundsätzlich erstmal. Es ist ein toller Studiengang, es sind coole Leute, es ist ein sehr internationales Umfeld natürlich, das hat Vor- und Nachteile, aber es ist vor allen Dingen toll, weil es sind schon verschiedene, auch mit meinen Mitstudierenden, die haben sehr verschiedene Hintergründe und wir können irgendwie diese verschiedenen Perspektiven auch miteinander besprechen, und es macht schon auch sehr viel Spaß. Und auch der Studiengang selbst, der macht mir auch, also ich finde es toll, dass es wie darüber hinausgeht, nur wie man oft Recht jetzt wahrnimmt, wie man oft Jura wahrnimmt, ist ja, du musst auswendig lernen, so ist es nicht, es ist wirklich ein anderer Approach, und irgendwie, der macht mir sehr viel Freude. Ja? Ja. Gut, und das ist jetzt, also in welchem Semester bist du jetzt? Ich habe jetzt das erste Jahr abgeschlossen, ich habe noch zwei weitere Jahre. Okay, machst du nur den Bachelor? Genau, also ein Bachelor ist jetzt der Bachelor und danach kommt ein Master, aber das... Hast du da schon... Ich habe ein paar Ideen, aber ich glaube, sicherlich zwei machen. Einer ein Legal Master, also im gleichen Feld vielleicht, internationales Recht weiterhin sich quasi vertiefen oder Human Rights Law oder so. Und dann will ich wahrscheinlich noch einen zweiten im Journalismus absolvieren. Voll. Ja. Gut, guter Segway zum Journalismus. Eben, du bist freischaffender Journalist. Genau, ja. Was heißt das? Das heißt im Grunde, dass ich für verschiedene Medien schreibe, über verschiedene Themen. Ich kann mir so ein bisschen selbst auswählen, über was ich schreiben will, und muss dann Pitches, also quasi Themenvorschläge, unterbreiten an Redaktionen. Und die melden sich dann zurück, wenn sie die Idee gut finden, und beauftragen mich dann sozusagen, den Artikel zu schreiben. Okay. Das heißt, du kommst nur mit einer Idee oder hast du dann schon vorgefertigte Sachen? Kommt drauf an, also manchmal verlangen sie das, also manchmal wollen sie auch noch ein bisschen mehr quasi potenzielle Gesprächspartner und irgendwie einen Ablauf vom Artikel, das liefere ich dann allenfalls mit, aber der Erstkontakt ist meistens einfach so, das ist die Idee, in vielleicht so 8 bis 10 Sätzen kurz wiedergegeben, worum es denn gehen soll, was das Problem ist, was die Relevanz ist, auch was die Relevanz für das Medium bedeutet. Also zum Beispiel, wenn ich für die Wochenzeitung was schreibe, dann ist die Relevanz eine andere, als wenn es jetzt die NZZ wäre, habe ich jetzt noch nie geschrieben, aber so ist natürlich ein anderer Schwerpunkt, den die Zeitungen jeweils haben. Ja, voll, macht Sinn. Was sind denn so eben Medien, für die du schon geschrieben hast? Oder genau, die WOTS, ein Surprise-Magazin, finde ich ganz toll übrigens, Shoutout. und jetzt gerade bin ich an verschiedene deutsche Medien, die Taz, der Freitag, und jetzt gerade bin ich am Artikel, und auch Lokalmedium hier, Bajur, wie du ja auch, für andere ebenfalls, und jetzt gerade bin ich an einem großen Artikel dran für das Magazin. Okay. Ist beim Tagesanzeiger dabei und bei anderen Schweizer Medien einmal die Woche. Im Magazin ist sehr viel, wo es um Hintergrund geht, wo es um wirklich gut recherchierte Themen geht, und ich schreibe da einen Artikel über die Drogenmafia in Amsterdam und in den Niederlanden. Ja. Weil letztes Jahr wurde ein Journalist ermordet. Im Juli, ist das du vielleicht auch mitbekommen. Und der
war einer der bedeutendsten, war der bedeutendste Journalist in den Niederlanden. Okay. Und am helllichten Tag, am Abend um 7:30 im Juli, geht er aus dem Fernsehstudio raus, wo er gerade was aufgezeichnet hat, und wird dann am helllichten Tag niedergeschossen. Und es war, glaube ich, wirklich auch so ein Schockmoment in der niederländischen Gesellschaft, dieses neue Level an Gewalt und dieses neue, wirklich auch diese krasse, ruchlose Gewalt. Weil früher hast du vielleicht mit Prügelei angefangen oder hast irgendwie verbal attackiert, aber du hast nicht einen Journalisten direkt ermordet. Also das ist schon krass. Und es geht so ein bisschen um diese Thematik, wie das, erstmal wer er war, was er gemacht hat, warum und warum er dann letztlich zum Ziel geworden ist von der Mafia. Okay. Ja. Und um die Mafia generell. Spannend, muss mir sagen, wenn er rauskommt. Ich werde ihn dir schicken. Super. Das klingt wirklich interessant. Wie ist es, also wie bist du denn so in den Journalismus gekommen? Ich habe angefangen vor 3 Jahren. Beim Quint-Magazin, das ist ein Schülermagazin hier in Basel, Schülerinnen- und Schülermagazin, und habe mir da so ein bisschen den Weg reingeschmuggelt, hat dann große Freude bereitet, und habe dort vor allen Dingen über Kulturthemen geschrieben und habe dann nach einiger Zeit mein eigenes Magazin gegründet, und zwar, ich habe viel Theater gemacht damals, gesungen ebenfalls, aber vor allen Dingen Theater, und ich habe dann realisiert, über junges Theater, also das Theater von jungen Menschen, das, was ich eben auch selbst gemacht habe, sehr viel und was ich sehr gerne geguckt habe von anderen Menschen, darüber wird, wie im Kulturjournalismus, wurde da gar nicht berichtet, darüber wurde gar nicht geschrieben. Und ich fand das total schade, weil eigentlich es ist erstens auch eine Wertschätzung, die du ihnen entgegenbringst, die nur in der Szene, egal ob es jetzt Kultur ist oder woanders, wenn du über sie schreibst. Und ich habe dann Intrige hieß das Magazin, gegründet. Wir waren ein schweizweites, also deutsch-schweizweites Magazin, Online-Magazin, und wir haben über junges Theater geschrieben, Interviews geführt, also Stücke besprochen und Kritiken geschrieben, und sind dann auch relativ schnell nach Berlin expandiert, wollten eigentlich den ganzen deutschsprachigen Raum abdecken, zuerst Berlin, aber dann kam leider die Pandemie und hat es dann ganz so ein bisschen sehr stark verlangsamt. Dann habe ich danach gesagt, okay, ich gebe es jetzt ab, und habe dann angefangen für Das Wetter zu schreiben, das ist ein Berliner Popkulturmagazin, habe dort einen großen Artikel geschrieben, das war so ein bisschen mein Gateway, glaube ich, und habe dann für Bajo angefangen und habe ihnen einfach meine Mail geschrieben und gesagt, ja, hier, ich würde gern für euch schreiben, macht ihr denn das mit jungen Menschen? Und dann kam eins zum anderen. Wie ist, wenn du gesagt hast, du hast in Berlin für ein Magazin was geschrieben, hast du da eine Verbindung zu, oder? Genau, das ist so auch eines von den Learnings, die ich, glaube ich, mitgenommen habe, ist, dass ich habe dort einfach eine Mail hingeschrieben und gefragt, so hier, es geht um Vico 63 und Penglords, ich war mit Vico in der Klasse. Ah ja. Die waren damals noch sehr untergründig und ich fand aber die Musik damals schon sehr cool und habe eigentlich gesagt, okay, es wäre eigentlich cool, über sie zu schreiben, und habe dann dem Wettermagazin angeboten, und dann habe ich den Artikel geschrieben, kam dann ein bisschen mit Verzögerung, kam der dann auch raus, und dann relativ schnell nach dem Erscheinen ist deren Karriere dann auch so in die Höhe geschnitten. Ja, die sind echt cool. Die sind sehr cool, ja. Echt cool. Das stimmt. Das ist auch so ein Traumgast von mir. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das je was wird. Muss mal schauen. ich kann sonst versuchen, ihm das zu sagen. Dass er vorbeikommen soll. Das wäre nett, aber ich will dir hier nicht deine Connections ausnutzen. Weil du das gerade erwähnt hast. Nein, er ist sicher open. Also, ja, das wäre so cool. Ich finde es so, mach kurze Tangente einfach über Vico, scheißegal. Ja. Ich habe irgendwie das, ich kenne noch nicht so lange, aber hat so ein Freund von mir das gezeigt, und so, hör mal das Lied, das ist genau deine Musik. Und ich so, weil ich werde von denen immer hochgezogen, dass ich einen scheiß Musikgeschmack hätte. Und dann höre ich mir das so an, das ist so geil. Bang. Das war, ich weiß nicht mehr, was das war, ich glaube Sports auf Balance oder so. Natürlich war das. Wendy war es, aber egal. Wendy, ja. Banger. Einfach, das war geil. Flash gewesen. Voll. Und ja, egal. Muss mal schauen, ob das irgendwann mal ist. Ja. Auf jeden Fall. Ich erinnere mich damals, war es noch, sie hatten mal einen Auftritt in der Kaschemme und haben ihr Mixtape präsentiert, Feuerzeugdiebstahl hieß das Mixtape, und war ein ganz kleines Konzert, also wirklich eine kleine, aber es war quasi eine eingeschworene Gemeinschaft, und dann war es so richtig cool, das dann irgendwie zu beobachten, wie es dann quasi von Anfang an, als es nur eine kleine Audience war, wie es dann immer größer wurde und wo sie jetzt sind, und er modelt, er wohnt jetzt in Pendel zwischen Berlin, Paris und Milan, also insane.
Ja, ich eben der Penglord war bei dem Freund von mir in der Primarklasse so. Deswegen kam die Connection dann. Basel ist klein. Ja, das ist echt so. Genau. Nee, cool. Und dann, wie ist es denn so zum Journalismus zurück, so an der Geschichte zu recherchieren, an der großen? Ich habe jetzt nicht so die großen Geschichten geschrieben. Ich war eher auf Sachen, die dann schnell wieder rausgegangen sind. Das längste, was ich, glaube ich, geschrieben habe, war mein Report über Quint. Ja. Wo ich eine Woche dran war. Also es ist jetzt nicht eine große Arbeit, also nicht eine lange, intensive Recherche. Wie bleibt man so an Themen dran und wie ist das? Für mich ist es oft wie ein Rabbit Hole. Also wenn man einmal anfängt, dann wird man immer weiter reingezogen. Ich setze mich auch sehr gerne in die Themen rein. Also ich finde die auch immer mega interessant. Ich habe für die WOTS Anfang Jahr einen Artikel geschrieben über eine Pensionskasse in den Niederlanden, die ihre Gelder oder ihre Investitionen aus fossilen Energien zurückgezogen hat. Das ist die größte Pensionskasse in Europa. Und das war wie eines der ersten, eigentlich die erste Pensionskasse, die das gemacht hat. Und das ist eigentlich nicht so wirklich mein Thema. Also gerade dieses Pensionskassen, dieses sehr technische. Mhm. Dann habe ich mit einer Professorin gesprochen an der Uni von Eindhoven, die auch bei dem IPCC-Report mitarbeitet als Klimawandel-Expertin. Und auf einmal wurde es dann auch richtig interessant. Ich war so, okay, das und das, um hier irgendwie Zahlen und irgendwie zusammenzubringen. Das war jetzt vielleicht nicht die größte. Ich glaube, das, wo ich gerade dran bin, das ist sicher die größte, weil es unglaublich viele Schichten gibt. Es unglaublich viele irgendwie Anknüpfungspunkte. Der Hafen von Rotterdam zum Beispiel, die Drogenmafia-Geschichte, an der ich gerade dran bin. Der Hafen Rotterdam plus Antwerpen zusammen, die haben 40% aller Importe nach Europa kommen durch diese beiden Häfen. Und natürlich kommt da unglaublich viel Kokain an jeden Tag und Drogen. Und ja, also es ist insofern, man folgt dann diesen Spuren und irgendwann sind es natürlich ganz oft auch Dead Ends, wo man dann nicht mehr weiterkommt, aber irgendwo kriegt man doch wieder neue Hinweise. Ich habe neulich mit einem, auch für den Artikel, einen Anwalt interviewt, der oft quasi Kriminelle verteidigt. Das ist ein Strafanwalt, eben ein Szeneanwalt sozusagen. Und er hat mir dann auch, das Gespräch war sehr aufschlussreich, habe ich auch wieder quasi mehr dadurch erfahren und mehr dafür dann auch Kontakte oder irgendwie Ideen, wen ich noch kontaktieren könnte, wen ich noch sprechen könnte. Mhm. Vor allem. Also letztlich wirklich ein Rabbit Hole. Also es ist für mich wird einfach reingezogen und dann will ich es auch selber wissen. Ist es dann. Ja. Und das ist, ich finde das total spannend, so tiefgründige Recherche. Ich habe das Gefühl, das will ich auch mal machen. So was Richtiges aufschlitzen. Aber es ist, eben, hast du ja nicht Angst, dich manchmal einfach da drin zu verheddern und den Punkt des Artikels zu verlieren? Weil das passiert. Also ich kriege dann manchmal Artikel zurück und dann ist alles rot und dann muss ich quasi alles nochmal verändern. Ja. Und ich glaube, das ist normal. Ich meine, für mich jetzt am Anfang, ich bin gerade erst am Anfang von dem, ich bin kein Experte über irgendwas, ich bin ganz erst am Anfang. Und ich glaube, da ist es auch ganz normal, dass man dann irgendwie über Sachen schreibt, die doch gar nicht dann so relevant sind, weil man ist in diesem Rabbit Hole gefangen und dann, oder nicht gefangen, man ist da drin und dann versucht man da irgendwie den Blick von außen wieder drauf zu werfen. Manchmal ist das schwierig. Ja, klar, weil du weißt ja, was alles ist. Genau, du weißt das alles, du willst irgendwie alles erzählen, aber gerade wenn man dann wenn ich aus Amsterdam für die Schweizer Audience schreibe, dann ist es auch sowas, ja, okay, ich muss wirklich, also viele, die verstehen das gar nicht, ich muss wirklich viel erklären. Wenn ich einen neuen Fakt reinbringe, dann muss ich den ganzen Drumherum erstmal erklären, wie das funktioniert in Holland, um es irgendwie greifbar zu machen. Was sind denn so Unterschiede, wie Sachen funktionieren zwischen den Niederlanden und der Schweiz? Also ich glaube, wenn man politisch spricht, dann ist, glaube ich, die größte, Niederlande ist sehr zentralisiert. Mhm. Es ist halt ein Unitary State, es ist gar nicht föderalistisch, nicht so wie die Schweiz. Also da gibt es kaum Autonomie, die Provinzen und die Städte haben sehr wenig Autonomie, selber Entscheidungen zu fällen, zu treffen. Und ich glaube, das politisch ist das so der größte Unterschied und auch was das halt alles dann auch mit sich bringt, aber letztlich ist es eigentlich interessant, so unterschiedlich ist es dann doch gar nicht. Gesellschaftlich habe ich oft auch den Eindruck, in Holland ist es manchmal wie in der Schweiz, dass du den Leuten, man bleibt sehr gern unter sich. Holländer bleiben sehr genug sich, ist sehr schwer reinzukommen in die Zirkel. Und es ist auch so, es nennt sich Do Even Normal. Also sei einfach normal. Tanz nicht aus der Reihe. Mach nicht extra. Das ist wirklich ein krasses kulturelles Ding. Und das erinnert mich in manchen Teilen schon auch an die Schweiz. Und auch gerade dieses, man bleibt in den Zirkeln zusammen. Ich glaube, das gibt's in der Schweiz auch. Ja, klar. Das stimmt. Würde ich so auch sagen.
Wie war es denn für dich, denn da sich einzufinden? Also, oder ist es, weil du in so einen internationalen Studiengang warst, ja, bist du gar nicht so... Ich bin da gar nicht drin, das ist eben, also ist auch schade ein bisschen. Also das, ich bin, meine Freunde dort, die sind alle auch von einem internationalen Umfeld, die kommen aus anderen Ländern, aus, ja, was weiß ich, wo von der Welt. Und ja, das... Wohl, ja. Ist halt so. Ja, klar. Wie... Also du bist von einem Jahr, ja, in den Niederlanden, davor hast du... Was hast du vorgemacht? Auch geschrieben. Ich war in der Schule. Ja, ja, eben. Ich habe ein Abitur gemacht letztes Jahr in Deutschland, in Lörrach. Ah, ja, stimmt. Ja, gut, das, genau, macht Sinn. Und, ja, bin, ja, dann, und bin dann, ja, eben mit Vico zusammen und bin dann nach... Wegen dem, ja. und bin dann nach Amsterdam umgezogen im okay, August. Okay, okay. Im August, das war noch während... Maßnahmen und so, oder nicht mehr? In Holland gar nicht. Das war auch ein, okay, Unterschied, der mir schnell aufgefallen ist. Also da war das am Anfang, als ich angekommen bin, war das total locker und da gab es gar nichts mehr. Und dann waren wir aber wieder im Lockdown über Winter, ja, weil die Holländer es nicht wirklich hinbekommen haben, das irgendwie anders zu regeln und das nicht frühzeitig genug erkannt haben, wo das wieder hingeht. Mhm. Genau, aber letztlich war es, okay, damals... Gut, das ist ein bisschen angenehmer, wenn uns nicht alles zu ist. Voll, und jetzt sind wir auch wieder in der Uni voll auf Campus und nicht online. Ich kann mir wirklich, ich habe von Freundinnen und Freunden gehört, die während Corona angefangen haben. Das ist dann böse. Studieren, das ist, glaube ich, echt nicht so leicht. Vor allem in einer fremden Stadt. Vor allem in einer fremden Stadt dann auch, ja. Kannst du denn jetzt Niederländisch? Ich bin in einem Kurs. Ich nehme tatsächlich jetzt ein halbes Jahr lang einen Kurs genommen. Ich bin halb Niederländer, mein Vater ist Holländer. Ach, das heißt, so. Hat aber nicht mit mir Holländisch gesprochen, leider. Dann blöde. Blöde, aber meine Familie kommt da zur Hälfte auch da, deswegen ich verstehe es auch sehr gut, es ist sehr nahe zu Deutsch und Englisch und ich nehme jetzt einen Kurs und bin jetzt auf B1-Niveau, A2, B1. Okay. Schließe den jetzt ab nächste Woche. Also zweimal die Woche, zu 2,5 Stunden am Abend, das war schon, das ganz ist schon, viel, war schon heftig. Das, ja, klar, das ist schon viel. Ja. Entschuldigung. Alles gut. Was treibt dich denn neben dem Journalismus und deinem Studium durch die Welt? Obwohl, nein, warte kurz, ich will noch etwas davor, ja, reingrätschen, ja, was ich noch fragen wollte. Und zwar, du arbeitest eben, du schreibst als freier Journalist. Ja. Ich will jetzt nicht irgendwas unterstellen, ja, aber wenn ich auf deinen sozialen Medien so manchmal so sehe und so, ist auch, repostest du ja auch politische Sachen, ja, die voll passieren. Ja. Und ich denke dann, interpretiere dann da rein auch, dass du das so entweder so eine Empörung über etwas hast oder eine gewisse Haltung gegenüber Themen, die passieren. Ja. Wie ist es, also kommt sich das manchmal mit so objektivem Journalismus in die Quere und vor allem als Freier bist du ja dann auch darauf angewiesen, dass Leute dich okay finden, oder? Ja. Und deine Haltung okay finden, nicht so, wenn du in einer fixen Redaktion bist, wo diese Haltung anerkannt ist, so, ja, spielt, ja, das, ja, eine Rolle. Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Erstmal, ich muss meine eigene Rolle auch, das ist kleiner, also es ist natürlich jetzt nicht, also meine sozialen Medien, da folgen nicht wirklich, also folgen mir 1000 Menschen, aber es sagt nicht viel aus. Es ist ein kleiner Fisch, es ist kein Meinungsmacher oder irgend sowas. Mhm. Deswegen, letztlich ist es auch ein bisschen irrelevant. Und ich glaube, das Zweite ist, dass objektiver Journalismus, das existiert nicht. Und ich glaube, das ist auch Bullshit, wenn man sich das einredet, weil es ist alles subjektiv, es ist alles. Das Einzige, was du irgendwie versuchen kannst, ist ausgewogen zu machen. Und das ist natürlich, es gibt auch eine Trennung. Natürlich habe ich Meinung. Gerade weil das auch die Berufung ist, ich glaube, das kennst du auch als Journalist, ist man halt nun mal, also denkt man ja, ist man immer in irgendwas drin, ist man immer auch ganz oft in irgendwelchen Themen drin und hat dann auch eine starke Meinung. Und ich glaube, das ist normal. Und ich glaube, als Journalist sollte man sich da auch nicht, wir machen nicht vielleicht unbedingt, das sehen andere anders, das weiß ich, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man eben nicht sich selbst da so in so eine super Rolle, die oben drüber sitzt, das sind wir letztlich nicht. Wir sind die quasi Themen, das ist einerseits ganz wichtig, ich glaube, das ist auch ein Antreiber, dass wir wie Geschichten und Themen über Themen berichten können, die sonst keine Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen für mich, ich finde, ich schreibe mega gerne über, also mega am liebsten über soziale Ungerechtigkeiten und versuche irgendwie da dadurch auch so ein bisschen Aufmerksamkeit auf irgendwas zu lenken. Und ich glaube, das ist unsere Rolle und berichten. Aber unsere Rolle ist natürlich ist man dahingehend wie ausgewogen, aber man kann, weil wir nun mal auch alle Menschen sind und weil wir nun mal auch alle irgendwie Meinungen haben, sollte man da jetzt auch nicht zu vorsichtig sein und irgendwie versuchen, da was anzunehmen, was wir halt nicht sind.
Okay, gut. Das finde ich ein starkes Statement, was du abgeliefert hast dazu. Gut, dann stelle ich das auch gar nicht mehr in Frage. Ich fand es nämlich nur, also ich finde es... Aber interessant, nee, ich glaube... Das ist ein interessantes Thema. Es ist interessant, nein, sicherlich. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wie ein Generationending. Ich glaube, ältere Generationen, die haben das sicher noch anders gelernt im Journalismus. Mhm. Man geht da rein, man hat vielleicht auch gar keine sozialen Medien, sondern man ist wirklich zurückgezogen, man ist nur der Journalist. Das finde ich einerseits, das finde ich total okay. Man muss auch nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Ich finde, es geht auch nicht wirklich darum, sich irgendwie dann selbst in Szene zu setzen oder sich selbst so in die Öffentlichkeit zu rücken. Das sollte nie passieren. Ich nutze mein Instagram allerdings eigentlich vor allen Dingen, beides professionell, aber sowohl als auch privat. Und ich will mich eigentlich auch einfach zeigen, was ich mache. Ja, klar. Als Person. Und nicht jetzt nur, und wenn ich über meine Arbeit schreibe, dann ist es darum, über die Themen zu berichten, über soziale Ungerechtigkeit zu sprechen, über Obdachlosigkeit zu sprechen und irgendwie darauf wirklich hinzuweisen. Es geht eben nicht um Selbstdarstellung. Ja. Und das kann ich wie verstehen in dieser älteren Generation, aber dennoch ist es natürlich auch so, dass wir halt Meinungen haben. Und warum sollte man das dann so abtun? Ich verstehe es nicht. Ja, oder ja. Wie siehst du das? Jetzt habe ich mir nichts verbocken. Nein, ich finde es ein guter Unterschied, den du gemacht hast zwischen objektiv und ausgewogen. Genau. Ich glaube, das ist auch neutral und ausgewogen. Ich finde das noch stärker. Ja, objektiv ist ein bisschen anders. Ja, ja. Aber neutral und ausgewogen, weil ja klar, jeder hat eine Haltung irgendwo, ja. Aber du musst da trotzdem noch dem Handwerk treu bleiben. Genau, und du musst halt irgendwie gucken, gibt's andere Seiten, aber da auch, ich meine, während Corona gab es so viel Berichterstattung, die irgendwie Covid-Gegnern oder Corona-Leugnern das gleiche Gewicht, dieses False Fallacy, ich habe gerade den Namen vergessen, diese ist eine totale Fallacy, wenn du den beiden 50% Platz gibst, aber das ist vielleicht 1% gegen 99, dann diese 1% sind dann auch ein bisschen irrelevant, über die berichten musst du dann auch gar nicht so viel, wie da getan wurde. Das stimmt, das stimmt. Bei der Pandemie hat man das... Diese Ausgewogenheit hat auch ein Limit. Ja. Das stimmt. Eben, das ist ja dann auch wieder nicht theoretisch gesehen ganz neutral, weil du musst ja im richtigen Kontext darstellen. Ja, aber ich denke, ich finde auch so, eben wie du sagst, so personenbezogen, eben man muss ja hinter dem stehen, was man schreibt. Genau. Das finde ich auch, das ist wichtig. Ja. Und natürlich hast du eine Meinung und du musst einfach schauen, dass du trotz deiner Meinung die nicht den... Also kein Meinungsjournalismus, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff dafür ist, aber so dieses, oh, ich denke das und das, wie kriege ich diese Geschichte rüber, dass das und das, was ich denke, an jemanden vermittelt wird. Genau, das sollte nicht passieren. Genau, das sollte nicht passieren, aber so, ich denke das und das zu dem Thema, aber es geht um das Thema, nicht um das, was ich denke. Ja. Also ich glaube auch, ich finde es eine sehr interessante Diskussion, ich glaube, dass die über gewisse Themen, da ist es natürlich auch so, eben bleiben wir bei sozialer Ungerechtigkeit, bleiben wir bei zum Beispiel Obdachlosigkeit und irgendwie Ungleichheit in wie Einkommen verteilt und Vermögen verteilt. Ich glaube, da gibt's das ist einfach ein Fakt und da kann man auch was dann für mich meine Aufgabe ist dann diesen Leuten, die da so unglaublich ungerecht behandelt werden oder ungleich behandelt werden, wir müssen denen quasi wie die auch eine Stimme geben. Das ist auch unsere Aufgabe. Es ist nicht aktivistisch, das ist schon noch was anderes, aber es geht wie auch ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, ja, guck, aber hier, die kommen wirklich kaum vor. Während du kannst noch so viele Artikel über irgendwelche reiche Menschen schreiben, ist halt langweilig. Ja, das, da gebe ich dir recht, ich habe das auch mit, ich weiß nicht mehr mit wem, mit ihm besprochen gehabt, von wegen, ob man nicht durch, also so von wegen, ja, ich eigentlich interessiert, habe ich persönliche Anliegen, ich würde gerne was bewirken, genau. Und dann ist was wie so, ja, du kannst eben auch durch den Journalismus was bewirken, indem du diese Themen hervorhebst. Genau. Und darum geht es letztlich. Genau. Dann macht es wieder Sinn. Darum geht's. Deine Meinung und dann, ja. Stimmt. Darum geht's. Haben wir einen guten Boden gefunden dazu. Das ist doch gut. Ja, zurück zu der Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Was machst du neben deiner Arbeit und deinem Studium? Das ist eine peinliche Pause. nein, also natürlich, ich habe viel, also was meinst du jetzt, Privatleben oder in welchen Hinsicht? Wie du das beantworten willst? Was ist dir wichtig sonst? Also ich habe viel, ich reise sehr gerne mit meiner Partnerin zusammen. Ich glaube, wir haben bis letzte halbe Jahr sehr viel gereist und ich mache jetzt ein bisschen weniger, aber ich glaube, das ist eine große Freude von mir, irgendwie rumzureisen. Das würde ich auch gerne noch mehr machen.
ansonsten gute Gespräche, also irgendwie auch gute Diskussionen zu führen, über eben solche Themen, auch über eben ist Journalismus jetzt objektiv oder nicht. Ich glaube, das ist eine interessante Diskussion. Ich mag das sehr, darüber zu sprechen. Gut, ja. Habe ich das angesprochen, in dem Fall. Absolut. Was sind denn deine Traumreiseziele? Ich würde mega gerne mal einmal am liebsten mit dem Zug oder und Bus durch den Balkan fahren. Okay, ja. Ex-Jugoslawien und Albanien, das finde ich sehr interessant. Außerdem Libanon und Jordanien würde ich auch und Israel würde ich und Palästina würde ich liebend gern besuchen. Im Balkan war ich schon, aber ich würde es nochmal wirklich so, jetzt wo ich auch ein bisschen weiter bin in meinen Gedanken, ich war da als 14, 15-Jähriger. Und jetzt würde ich wirklich, weil ich finde es eine unglaublich interessante Region, genauso wie Osteuropa oder die Ukraine. Also das beschäftigt mich auch sehr. Ja, das finde ich, was so Reisen angeht, spannend, weil wenn ich so, also die meisten Leute sagen, ja, sie wollen reisen, sie wollen schöne Sachen sehen. Ja. Und das ist ja auch fair. Ja. Also ist berechtigt. In den Ferien nicht auch. Ja, völlig berechtigt. Aber ich finde es auch noch, ich gehe im Sommer Interrail. Geil. Also wenn die Folge rauskommt, bin ich am Interrail. Und ich habe auch die Idee, also ich wollte eine Tour mit meiner Freundin durch die britischen Inseln, oder? Toll. Weil ja schön und Landschaft schön und Irland schön und so, finde ich auch. Ja. Aber ich habe auch gesagt, ja, ich will eigentlich unbedingt nach Belfast, weil ich das mich echt total interessiert. Ja, ist voll spannend. Oder wie es dann, wie das wirklich ist und so, weil man hört so Sachen, man liest Sachen, man schaut Sachen darüber, aber das interessiert mich so sehr. Ja, voll. Und das ist mein Beitrag in die Reiseplanung war, können wir bitte nach Belfast gehen? Ich will mir irgendein Museum anschauen. Aber irgend sowas. Aber das war, kann ich nachvollziehen, ja. Ja, das voll. Ist cool, das finde ich spannend. Und deine Ziele, die du gesagt hast, das ist so kulturhoch. Also, so. Also ich war vor der Krieg, also ich war schon mehrfach in Kiew. Okay. Also es ist so eine interessante Stadt und ich hoffe einfach sehr, dass der Krieg bald vorbei ist und dass es auch einen klaren Sieg gibt in der Hinsicht, weil Kiew und die Ukraine, das ist so interessant. Warschau hat das auch. Warschau ist auch total interessant in dem Aspekt, aber ich glaube Kiew noch mehr, weil es eben noch nicht so sehr, so lange quasi in der EU ist zum Beispiel. Ein krasses Leben, krasse Kultur. So richtig, man spürt es irgendwie, da ist der Puls gerade, während so, wenn du nach Paris reist, ist halt geil, das ist schön, aber letztlich so wirklich der Puls, wo es gerade wirklich wichtig ist, das ist woanders. Wo, glaube ich, wirklich gerade wichtige Sachen passieren, auch wichtige Entwicklungen für die Zukunft. Ich glaube, das ist ja. Das ist eine gute... Das war anders. Ja, das finde ich spannend, ja. Aber du warst öfters schon, also wie kam so deine... Wie kamst du so an diese Orte? Also da... Kiew-Familie. Ja. Meine Stiefmutter kommt aus der Ukraine. So. Ja, und ich war mit der Knabenkantorei, Chor, in dem ich früher war, war ich auch in Kiew. In der Ukraine, in Lviv und in Kiew. Voll. Das ist nämlich... Ich habe noch keine Osteuropa-Reisen hinter mir. Deswegen finde ich das immer... Also, ja. Gerne auch nach Polen gehen, das ist wirklich toll. Warschau ist eine saucoole Stadt. Habe ich auch gehört. Ich muss mehr rumkommen in der Welt. Aber ey, nein. Alles gut. Nein, aber ich denke es mir auch selber so, wenn so über... Eben, weil dort passieren Sachen, ja, und wenn man das eigentlich auch erlebt haben. Ja. Ist noch ein bisschen... Gut, ich bin noch jung, ich habe noch Zeit. Genau, eben, wir haben noch Zeit. Ja, das gut. Ist so. Ich habe... ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Welche Folge war die letzte, die du geschaut hast? Du hast gesagt, mit Dominik, das war die letzte, die rausgekommen ist. Dann weißt du ja schon, was das hier ist. Oh ja. Genau. Erklär's trotzdem nochmal. Erklär's nochmal. Okay, ja. Also das ist der rosa Hut der Wahrheit. Da sind entweder oder Fragen drin. Oh geil. Und du ziehst eine draus und dann besprechen wir sie. Okay. Und du kannst laut ausdenken, deine philosophischen Gedanken rauslassen. manche sind sehr tiefgründig, manche sind banal, aber das ist der Zufall, der entscheidet. Okay. Und wenn du es nicht lesen kannst, gibst du es mir, weil ich habe eine Sauklaue. Okay. Soundeffekt. Sehr schön. Nicht Zähne putzen oder nicht Haare waschen. Nicht Haare waschen. Nicht Haare waschen, ja. Und du? Ich würde das Gleiche sagen, ohne Zähne putzen. Ich hatte mal eine Diskussion mit jemandem, dass ich mir am Mittag die Zähne geputzt habe. Und dann wurde mir gesagt, lass es doch einfach. Weil irgendwie zwischen, es war Mittagspause, ich habe nicht in der Schule meine Zähne geputzt, aber wir waren kurz irgendwie vor Essen und dann bei jemandem zu Hause habe ich mir weggegangen und habe Zähne geputzt.
Ich finde es schrecklich. Ja. Ich finde das echt unangenehm, nicht die Zähne geputzt zu haben. Nee, es schmeckt auch irgendwie. Ja, einfach. Es ist einfach nicht lecker. Ja, eben. Ich muss dich jetzt unterbrechen. Gut, gut, was da. Und nicht gewaschene Haare. Ist auch schlimm, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann. Also, wenn ich denke, in eine Woche eins nicht. Ja, dann kann ich meine Haare gehen lassen, scheißegal. Ja, ja. Oder sonst glatt zu schneiden. Ist ja auch eine Option, da musst du gar nichts mehr machen. Das ist fair. Es kommt früher, als du denkst, mit der Glatze. Ich hoffe nicht. Das ist meine ganze Pracht auf meinem Kopf. Ich weiß, ich sehe es hier schon. Ich will noch mehr von diesen Fragen. Ja, cool. Nimm dir nur. Ja. Hören oder sehen? Boah. Ich glaube, sehen. Ja. Willst du mich nur sehen können, wenn du eins nicht könntest? Ich glaube. Ja. Aber es ist tough. Ne? Das ist hart. Ich habe die Frage gerade vorher in der Aufnahme besprochen. Und da ich dachte immer auch safe sehen. Ja. Aber hören, mich hat das Argument der Musik überzeugt. Das stimmt wiederum. Shit. Weil so mit ich habe den ganzen Tag durch nur Kopfhörer drin. Mhm. Und das ist vielleicht sogar ein bisschen schlimmer, aber ich weiß nicht, ob ich dann einfach ein anderes Entertainment. Es kommt auch darauf an, also ist es wieder quasi von heute auf morgen oder ist es von Anfang an? Von Anfang an, dann kennst du es ja nicht und dann ist es auch egal. Das aber ich glaube, ich würde lieber sehen. Mhm. Ich würde lieber sehen können. Ja. Wahrscheinlich ich auch. Aber Musik macht so, spielt so ein. Musik ist schon auch wichtig, ja. Ich höre auch die ganze Zeit Musik. Ja, das ist so. Nächste? Nimm die nur, wir können so lange machen, wie du willst. Ich finde es sehr gut. Stadt oder Land wohnen? Stadt. Ja. Das ist schnell beantwortet. Nein, ich kann, also das Land, schön, ich kann mir auch vorstellen, irgendwann in einer kleineren Stadt zu wohnen, was heißt kleiner, also Lausanne finde ich zum Beispiel, ist eine meiner Lieblingsstädte. Okay. Lausanne finde ich, es ist unglaublich schön und du hast da den See, du hast die Alpen dahinter, es ist wirklich unfassbar schön. Aber ich könnte mir jetzt, das ändert sich vielleicht irgendwann, aber jetzt könnte ich mir nicht vorstellen, auf dem Land zu wohnen. Ich brauche das Leben in der Stadt. Ich brauche... Erstaunlich. Warum? Ich würde so direkt aufs Land ziehen. Echt? Wenn nicht. Du bist einer der ersten jungen Menschen. Ich weiß. Ich bin so ein richtiger innerlicher alter Sack. Aber ich finde es Stress ist in der Stadt. Also es ist mehr so was Symbolisches, glaube ich, als dass es wirklich so ist. Weil in der Stadt passiert viel und ich muss jetzt auch, ich meine, zum Arbeiten und wenn du dann auf dem Land wohnst, dann ist Scheiße und all das. Aber so vom Prinzip, du bist zurückgezogen, du kannst draußen sein, du kannst auch drinnen sein und es sind nur noch, wenn du weit weg wohnst von anderen und allen Leuten, dann siehst du nur noch die Leute, die du wirklich sehen willst. Ja. Und das ist auch sowas, was mich dann, das ist so das innere Bild meiner Zukunft, ist auf so einer Veranda zu sitzen vor einem See und auf so einem Schaukelstuhl. Ganz ich meine, das ganz alleine. Die Weinberge drumherum. Ja, genau so. Ich sehe es. Ha, interessant. Ja, ich habe auch noch niemanden getroffen, der mir da zustimmt bei dem. Nee, das... Also in meinem Alter nicht. Nee. Aber ich finde es... Meine Mutter denkt jetzt langsam so. Ja. Aber... Ich denke, es ist auch... Es ist was, ich glaube, das kommt im Alter. Ich glaube, es kommt sicher im Alter. Und ja. Ich denke einfach, es ist so da. Ich habe auch letztens auf dem Southside Festival... Ja. Und das ist, da geht schon ab, aber so das Campen hat mich nochmal so richtig, ich so auf einem Campingstuhl sitzen, draußen und so ein Dosenbier da drin steht zu haben, ist einfach alles, was ich will, ist einfach ein Traum. Und ich verstehe, ich habe die Diskussion auch schon gehabt, mit Leuten, so, ja, eben in der Stadt, dann ist das Leben und du bist ja jung, du hast Sachen erleben, so, ja, schon, aber ich kann auch einfach, wenn es nicht mehr Aufwand wäre, auf dem Land zu wohnen, ja. mit ÖV und alles Mögliche, und dann würde ich es direkt aufs Land ziehen. Ja. Hätte ich Geld natürlich, um aufs Land zu ziehen. Ja, das ist dann auch noch... Genau die Sache. Ja. Aber ja. Interessant. Nee, ich brauch das Stadtleben, zumindest for now. Ja. Ich könnte mir vorstellen, so keine Ahnung, vielleicht so monatsweise, so quasi in meinem Sommer einen Monat in die Alpen, in irgendein Haus so. Ja. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber da zu wohnen. Ja, vielleicht ist es auch einfach. Romantisieren, glaube ich. Also keine Ahnung, ich kann mir gut vorstellen. Ich glaube, es ist Landleben. Kommt drauf an, was denn Land ist. Ist Land so bei Liestal zu wohnen? Irgendwie zwischen Liestal und Basel? Ist das jetzt auf dem Land zu wohnen oder ist es in Graubünden auf dem Berg? Schon so. Nicht auf einem Berg, wahrscheinlich. Okay. Weil Berg, das ist dann anstrengend und mit hoch und runter fahren und all das ist ein bisschen zu viel. Ja. Aber so bei einem See, so im Zürcher
Das ist ein Zürcher Landding. Unterland, halt. Oberland. Ober, genau. Irgendwo, ja. Irgendwo, wo es Seen hat, so der Pfäffiger See oder so. Ja. Der Traum. Aber ja. Go for it, go for it. Zieh nochmal. Okay, noch einmal. Noch einmal und dann schön. Können wir weitergehen. Wie oder wann sterben? Ja, also zu dem Wissen natürlich. Kurz, ich finde, hier gibt es eine richtige Antwort. Hier gibt es eine richtige. Ich finde persönlich, hier gibt es eine richtige Antwort. Wie oder wann sterben? Muss ich gerade überlegen. Natürlich. Überleg du nur. Ich habe darüber noch keine Gedanken gemacht. Also ich mache mir darüber wenig Gedanken. Ja. Ich glaube, also natürlich so das Bild vom friedlichen Sterben, einschlafen, das ist sicher das, was ich präferieren würde. Wie? Ich glaube, das ist eindeutig schmerzfrei. Halt nicht mit Schmerzen zu sterben. Wann? Ich würde gern so 93 werden. Ach so, okay, du hast die Frage jetzt anders verstanden. Glaube ich. Es ist so, wie, würdest du lieber wissen, wann oder wie du stirbst? Ah! Macht natürlich Sinn. Das macht natürlich Sinn. Das macht natürlich Sinn. Ja, okay. Aber wie oder wann sterben, ja, da denkst du natürlich. Ja, das macht das. Ja, nein, du hast recht, das müsste ich doch draufschreiben. Ja. Wissen. Wissen. Das ist mein Fehler. Weil das, ich wollte gerade so philosophisch werden, Mann. Weil bei dem gibt es natürlich keine richtige oder falsche Antwort. Aber du darfst gerne, wieso mit 93? Wieso ist das dein Ziel? Wir philosophieren jetzt noch. Also, keine Ahnung, ich glaube so 93, das ist ein schönes Alter. Ja. Das würde ich gerne erreichen. Und natürlich, wenn ich vorher quasi krank werde und irgendwie mich nicht mehr, also wirklich bettlägerig bin, dann würde ich mich irgendwann noch, dann irgendwie ist dann wirklich nur noch Misery ist, dann werde ich mich da auch dafür entscheiden, frühzeitig zu gehen. Aber um jetzt zu fragen, was ich lieber wissen wollen würde, ich glaube, ich würde lieber wissen, wann ich sterbe. Ne? Ich sterbe, ja. Ich find, das ist die klare ist Antwort. Klar, ich finde, das ist die klare Antwort. Ich hatte die Frage auch letztens bei jemandem und er hat gesagt, lieber wie. Und ich finde es einfach die falsche Haltung. Weil ja. du kannst nicht aus dem Weg gehen. Nee. Also was bringt es dir, es zu wissen? Ja, ja. Und wenn du weißt, du hast null Vorteil, das zu wissen, außer dass du nicht weißt, wann du stirbst, was vielleicht ein Vorteil ist, ja. Wo du echt leben kannst. Aber so. Aber ich würde lieber wissen, wie lange ich habe quasi. Ja, und dann kann ich meine Bucketlist noch. Und du weißt, du kannst an dem Tag kannst du einfach chillen, dann kannst du einfach im Bett liegen, dann wirst du halt im Bett sterben. Oder? Perfekt. Hast Big du Brain. Das habe ich gar nicht gedacht. Das ist ja gut. Cool. Ich würde sagen, wir gehen zu den Fragen, die ich allen Gästen stelle. Ja, sehr gern. Was denkst du, sind die größten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen? Okay, ich glaube, die Antwort, die meisten sagen, globale Erhitzung und Klimakrise, das ist sicher das Größte. Und damit einhergehend Umverteilung, Ungleichheit, Migrationsströme. Wenn man sich jetzt schon davor fürchtet, vor den Migrationsströmen, die wir jetzt erlebt haben, das wird ja noch viel schlimmer. Schlimmer in Anführungszeichen, sind ja noch viel mehr. Und ich glaube, das ist schon, es wird heftig. Und ich glaube, damit zusammenhängend auch eben Umverteilung, dass eben dieser enorme Reichtum, der an manchen Menschen gehört, dieser, wo quasi ein Perzentil noch nicht mal, es ist noch weniger, mehr besitzen als die Hälfte der Gesellschaft. Oder das geht damit her, weil es wird damit nur noch verstärkt. Und da eine gute Lösung zu finden und da irgendwie eben Umverteilung auch wirklich, also dass es nicht mehr so ein Tabuthema ist, sondern dass man sagt, ja, warum muss jemand mehr als 1 Million Franken haben? Warum muss jemand mehr als 10 Millionen Franken haben? Kann man ja setzen, wo man will. Aber warum muss jemand so viel Geld haben, dass es so exorbitante Summen, das macht ja keinen Sinn. Das, also eben diese Umverteilung und Umverteilung damit. Ich glaube, das ist tatsächlich die größte Herausforderung, die auf uns zukommt. Zum Beispiel in der Schweiz, das wollte ich noch sagen. In der Schweiz, es ist doch unglaublich, dass in der Schweiz, in so einem reichen Land, existiert Armut immer noch, existiert Kinderarmut. 10% aller Kinder in der Schweiz wachsen in Armut auf. 10%! Das ist jedes 10. Kind, das ist mega viel. Das sind 150.000 Kinder, die in der Schweiz in Armut aufwachsen. Das ist natürlich im Vergleich zu Armut woanders, ist es dann wieder nicht wirklich, aber trotzdem, warum existiert das denn noch in der Schweiz? Warum hat man das nicht schon längst hinter sich? Das schockiert mich jedes Mal. Das ist so, boah, traurig. Ja, das ist eine
erstaunlich hohe Summe, wenn du es so sagst. Da habe ich mich jetzt noch nicht auseinandergesetzt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hab da einen Artikel drüber geschrieben bei einem ehemaligen Klassenkameraden, der, als wir zusammen in der Klasse waren, er ist in Armut aufgewachsen, und als wir zusammen in der Klasse waren, war er dann an einer Stelle für mehrere Tage obdachlos, weil die Sozialwohnung gekündigt wurde, und dann ins Waisenhaus. Aber ja, es war total schrecklich, wirklich krasse Geschichten, und die gibt's wirklich viele in der Schweiz. Und das muss doch nicht sein. Wir sind noch besser als das. Ja. Wo finde ich deinen Artikel? Entschuldigung. Ich kann dir den schicken. Okay, sehr gerne. Was ist ein Ereignis aus deinem Leben, von dem du gelernt hast, wo du denkst, wenn andere davon hören, würden sie auch daraus lernen können? Ich glaube, eines, das ist relativ banal, aber das hilft, glaube ich, schon ein paar Leuten. Das ist jetzt nicht so wie die andere Antwort. Aber was ich oftmals gemerkt habe, das habe ich vorhin auch schon ins Learning gesagt, dass ganz viel ist einfach eine Mail, eine Kontaktanfrage entfernt. Also es ist wirklich ganz oft reicht, wenn du eine Mail irgendwo hinschreibst, reicht, wenn du mal anrufst, und dann geben sich Möglichkeiten. Und ich glaube, viele, das hat für mich dann schon auch relativ viele Türen geöffnet früher, als ich einfach gesagt, okay, ich kontaktiere jetzt einfach mal, ich schreibe einfach mal einen Pitch auch, dann ist es eine Zeitung, die way above my belt eigentlich ist, und dann schreibe ich trotzdem mal hin und guck mal, was passiert. Das Schlimmste, was kommen kann, ist keine Antwort oder eine Absage. Und mein Gott, dann probierst du es nochmal. Also ich glaube, das ist schon einfach versuchen, da Leuten einfach zu kontaktieren, einfach nachzufragen, einfach auch dran zu bleiben, und dann guck mal, wo es hinführt. Das ist gut. Ich glaube, das ist so, ey, keine Ahnung, das klingt vielleicht auch irgendwie überheblich oder so, aber ich denke, dass viele sich dem vielleicht auch nicht so wirklich bewusst sind, dass man denkt immer so, vieles ist irgendwie so weit entfernt, und es gibt natürlich irgendwie gläserne Decken, auch ich bin jetzt ein weißer Mann, ich habe alle Möglichkeiten der Welt, so. Und für andere Menschen sieht es ganz anders, also wirklich nur von meinem privilegierten Standpunkt aus, dass eben ganz vieles doch gar nicht so schwer erreichbar ist. Das ist wahr. Kommt natürlich auf den Bereich drauf an, aber so habe ich das jetzt erlebt. Ich finde das ein spannender Punkt, wie du es in den Kontext gesetzt hast von Privilegien. Ja. Weil ich denke das auch immer, also ich habe ja so viele meiner Gäste hier, da habe ich einfach eine Mail geschrieben, eine Mail rausgesucht, also so Regierungsräte oder so, ja, kommst vorbei, ohne Problem. Aber voll. Das stimmt natürlich, weil die Wahrnehmung so. Ich stimme dir völlig zu mit dem Punkt, den du gebracht hast. Ich finde es nur spannend, dass mit dem eben uns stehen alle Türen offen sozusagen, weil wir von ja. Also es ist alleine, wenn da ein männlicher Name drunter steht, der auch nach Europa klingt, der auch westeuropäisch irgendwie christlich angehaucht klingt, dann antworten Leute da höchstwahrscheinlich positiver drauf. Wenn es dann noch eine Person ist. Oder wenn es dann noch, deswegen ist es auch so wichtig, dass auf Bewerbungen zum Beispiel keine Bilder mehr drauf sind und sogar eigentlich der Name weg ist, dass du eben wirklich eine faire Bewertung hast. Das finde ich, ist mir so bei meinen Anfragen noch nie so durch den Kopf gegangen, aber es ist ein spannender Punkt, das stimmt. Ich meine, nichtsdestotrotz, wir können dem daraus natürlich auch Nutzen ziehen für uns. Ja klar. Aber man muss dem natürlich auch bewusst sein. Aber das ist sehr eben. Ja. Eben, da muss man mal drüber nachdenken. Dass es nicht für alle gleich ist. Das finde ich, ja eben, weil wenn man dann sagt, so ja, mach das einfach, das funktioniert ja sowieso, das ist ja immer eine verzerrte Wahrnehmung, die Leute haben, denen halt alle Türen aufstehen, so ja, es ist ja so einfach, du kannst ja einfach, also da reinlaufen, das klappt, aber das ist, weil... Das klappt halt für uns. Ja eben, das stimmt, das ist ein guter Punkt, finde ich spannend. Ja. Was willst du noch gerne lernen? ganz praktisch, ich hätte sehr Lust, meine journalistische Erfahrung oder Laufbahn würde ich noch gerne um Dokumentarfilm erweitern. Ich finde Dokumentarfilme total spannend. Ich habe absolut keine Ahnung, wie man das macht. Ich mache gerne Fotos und Videos und versuche irgendwie so da spannende irgendwie Elemente einzufangen. Aber ich würde mega gerne da irgendwas. Das ist ein bisschen so ein kleiner Traum von mir immer wieder mal. Will ich nicht auch Dokumentarfilm studieren? Will ich da nicht auch reingehen? Das wäre cool. Bin ich voll deiner Meinung. So diese, ich guck dann so die Arte-Filme. Ja, und die, ne? sind so gut. Ne? Ich will das auch. Du kannst so richtig reingehen in ein Thema. Du kannst so da recherchieren und du, Mann. Das ist cool. Das ist genau das, wieso mich der Journalismus so gepackt hat. Das war, weil ich früher beim FIFA-Zocken immer Arte-Dokumentationen auf den Ohren hatte. Echt? Also ich habe es nicht geschaut, weil ich konnte nicht gleichzeitig zocken und schauen. Nee. Aber
das war so mein Ding. Weil ich interessant. Es hat mich immer interessiert und so. Ich fand so kleine, so diese YouTube-Repos immer lustig. Voll. Aber da habe ich die Dokumentation wirklich angehört. Es war halt manchmal das nicht alles mitbekommen, aber weil visuell ist natürlich auch ein Riesenteil davon. Aber das war so mein Interessending war, oh, ich will eigentlich das ist es, glaube ich, was ich mache. Cool. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich will eigentlich jetzt irgendwie mal auch so ein kleines selber mal versuchen, so ein Filmchen zu drehen. Ich habe hin und wieder mal so einen Vlog gemacht, ne? Wow, geil. Und das war so ein bisschen einfach, um das Handwerk zu machen, Handwerk üben, Schneiden üben, oder? Und vielleicht setze ich mich Ende Jahr mal an so eine kleine Doc. Ich habe es schick's mir dann. Oder sag mal Bescheid. Mach ich. Ich würde es mega gerne sehen. Ich, das ist das Ziel, eigentlich auch solche Sachen machen zu können. Es ist voll cool. Vor allem, weil du hast dieses Recherchieren, ne? Aber du kannst es begleiten. Du kannst es noch anders erzählen. Du kannst noch andere Möglichkeiten. Und wenn du so ein Dead End hast, ist das ja. Kannst du auch erzählen. Ich dachte, das wäre mega spannend und dann war es doch nicht spannend. Genau. Es gibt noch viel mehr. Und auch so artistisch, also es gibt dann auch richtig künstlerisch, also Art ist natürlich folgt einem Schema, aber es gibt dann so ein Dokumentarfilmfestivals, was da teilweise gezeigt wird, da gibt es dann gar keine Narration mehr, sondern da ist es dann nur noch das Bild und das ist auch schon so beeindruckend, wenn du das dann siehst. Keine Ahnung, ich finde das. Das ist echt was Faszinierendes. Muss cool. Ich auch sagen. Das ist voll deiner Meinung. Wie willst du gerne anderen in Erinnerung bleiben? Das ist die letzte Frage. Wie will ich gerne anderen in Erinnerung bleiben? Keine Ahnung, ich glaube, also mir geht es jetzt nicht, doch, ich glaube, letztlich, das ist, glaube ich, ein Scheinargument, wenn man sagt, mir geht es nicht so um Ruhm oder Bekanntheit. Klar wollen wir irgendwie alle irgendwie, glaube ich, erinnert werden. Und ich glaube, ich würde ganz gerne sowas hinterlassen, wo Leute, eben was ich vorhin auch gesagt habe, die sonst keine Stimme haben, wenn ich denen irgendwie ein bisschen eine Stimme geben kann und wenn da vielleicht auch nur minimal was passiert, das fände ich schön. Das wünsche ich mir. Und dass man da vielleicht auch so dann dran denkt, guck, das wurde aufgezeigt und deswegen ist jetzt dieses Problem auf einmal im Diskurs, deswegen wird das jetzt auf einmal behandelt, eben auch teilweise zum ganz kleinen Teil, was ich da vielleicht dazu beigetragen habe. Das ist doch schön. Ja. Das ist ein guter Abschluss. Gutes End. Gibt es noch etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Weg geben willst? Gibt es da noch was? Glaube ich, mutig sein und selbst auch irgendwie Sachen ausprobieren und scheitern und dann schaut man mal, wo es hinführt sich nicht davor zurückschrecken, was auch andere darüber denken und irgendwie was andere auch über einen denken davon sich nicht zu sehr beeinflussen lassen, das Ding zu zeigen, Ding zu machen und daraus Spaß zu ziehen. Darum geht's ja letztlich. Sehr schönes Schlusswort. Super, perfekt. Vielen Dank. Danke dir vielmals, dass du hier gekommen bist. Aus Amsterdam. Aus Amsterdam. Um diese Folge mit mir aufzunehmen. Genau, ganz genau. Nur deswegen. Ja, danke schön. Vielen Dank, Ernst. Und danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Folgt mir auf Instagram. Ja, ich hau deinen Link rein. Danke, ist gut. Tschüss. Tschüss. Verantwortlich für die Erfolg Ernst Field, Musik Noah Stritt.